Genau, wir müssen jetzt hier unten hin und danach dann da hoch, glaube ich. Aber wir haben hier noch... Wow! Das war, glaube ich, ein Fail. Ein Bug oder so. Aber er liegt. Er liegt. Okay, hier hätten wir wieder eine Lady. Wie gesagt, Ladies first, auch in diesem Spiel. Weil die Frau macht mehr Schaden, glaube ich. Irgendwie so war das. Kackt auf jeden Fall. Das hasse ich. Denn plötzlich mal so ein Teil hier weg ist. Und ja, genau, müssen wir da rein? Ja, wir müssen da runter. Von hinten! Aber schön, ich mag Leute, die sowohl Nahkampf als auch Fernkampf machen können. Ich bin ja nämlich eigentlich auch, ja, ich bin übrigens auch ein Meister der Blitze, also ich kann nur Blitze irgendwie machen. Was Fernkampf und Kacken angeht. Ah ja, sonst noch irgendwas? Ah ja, hier, Zeichen der Kraft, das ist ein Buff, den wir haben, den nur wir als Bla haben, als Inquisitor. Und der Stärke, Zielgenauigkeit, Willenskraft, List um 5 erhöht, körperlich und Elementarschaden um 10 erhöht. Also Prozent natürlich. Fremdartiger Akolyt. Ungewöhnlich, aber nicht unerwartet. Die Sith behandeln dein Volk nicht gut. Aber das wird eher von Vorteil sein, denke ich. Du bist hier für deine Prüfung, ja? Du sollst die Geheimnisse der Sith von einem alten Tattergreis in einem Grab lernen. Und dann hoffentlich mit einem Zeichen meiner Zustimmung zu deinem Aufseher zurückkehren. So ist. Ja, mein Lord, das stimmt. Natürlich tut es das. Ich weiß, wie die Dinge an der Oberfläche ablaufen. Doch bevor ich meine Entscheidung treffe, musst du eine Blutsprüfung bestehen. Wenn du überlebst, werde ich dich lehren, was ich weiß. Hört sich doch gut an. Was ist denn die Blutsprüfung? Das ist nicht euer Ernst. Oh, ich glaube, wir müssen gegen die Leute da kämpfen. Das sind auf jeden Fall mehr als einer. Scheint mehr als drei. Ich tippe auf 4. 6. Ja, ich hatte leider nur fast recht. Joe und du auch. Spüre die den Korn in mir. So. Damit werdet ihr jetzt auch alle erledigt. Und wir haben einen Handschuh bekommen, den wir aber erst mit Stufe 5 anlegen können. Dabei ist Stufe 2, was bedeutet, dass das nicht geht. Ausgezeichnet. Diese ehemaligen Akolyten wollten nur eine zweite Chance auf Ruhm, indem sie dich töten und deinen Platz einnehmen. Oh, sind die evil. Aber dein Verlangen war stärker und du hast deinen Sieg mit ihrem Blut versüßt. Gut gemacht. Fragen Sie gleich mal, ob Sie noch mehr Blut Doch haben. Noch bist du kein Sith. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Ups. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. So lautet der Kodex der Sith. Behalte ihn im Herzen und du wirst die Stärke haben, alle deine Gegner zu vernichten. Natürlich. Verstehst du? Aber ja, es ist meine Bestimmung, ein Sith zu werden. Gut, dann geh. Geh zurück zu Harkun und vermehre deinen Hass auf ihn.
Benutze deine Angst vor ihm, um stärker zu werden. Das ist doch schön. Vielleicht hebt er seine Faust, um zuzuschlagen. Doch es ist Lord Zash, die bestimmt, wen der Schlag trifft. Was ist mit Lord Zash? Ich frage mich nur, wer Zash kontrolliert. Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du mehr Macht haben als deine beiden Meister. Geh jetzt. Ich muss ruhen. Dann ruh du mal schön. Ich lass dich, ich störe dich dabei nicht. Hey, und sie sind weg. Naja. Ist mir aber auch Wurst. Übrigens, diese grünen Bereiche hier sind Story-Bereiche. Da kommst du nur rein, wenn du... Also entweder als Story-Bereich kommst du nur mit deiner Klasse rein. Und auch nur alleine, also da ist kein anderer drunter. Da ist dann das MMORPG-Teil abgestellt. Oder... du hast eine oder das ist eine Gruppenphase, da kommst du halt nur mit einer ganz mit einer Anzahl von Leuten rein. Zum Beispiel, es gibt Leute, die haben da nur brauchen dann 22, 5 oder so, um das zu schaffen. Und ja. Und jetzt gerade werde ich schon wieder angegriffen, das gibt's doch nicht jetzt. Also du kannst hier noch nicht mal so schön spazieren, so eine Gruft machen, wo irgendwelche Chlorschnecken rumstehen, ohne dass die dich irgendwie angreifen. Das ist doch doof. Lass mich doch. Ich bin da so sensibel. Und wenn wir nun mit Machtblitzen, das Handwerk legen. Und ja, jetzt kommt das nächste, was man kann. Man kann sich zürnen. Du hältst immer, um dich auf den Kampf vorzubereiten und Gesundheit und Macht wiederherzustellen. Die Fähigkeit endet, wenn du den Kampf beginnst oder Schaden erleidest. Kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Also damit können wir uns sozusagen wieder aufladen. Und ich glaube, wir müssen diese verpacktes Artefakt, die müssen wir auspacken. Erreicht, jetzt können wir was Neues. Jetzt können wir Überladung. Ach, Überladung ist cool, da machen wir so Flächendamage. Ja, ich habe den schon mal bis Level 9, Level 10 gespielt. Jetzt machen wir was. Ich hoffe, dass der irgendwie von alleine auf uns angreift. Aber guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier eine lila Rüstung. Lila macht geiler. Irgendwie passt die zu dem Typen. Fällt mir gerade so auf. Ja, das soll mir ja egal sein. Wir sind ein guter Kämpfer. Mit einer miserablen Framerate. Das war mehr als miserabel. Okay, Leute. Ich habe echt gerade keinen Plan, was das ist. Jetzt scheint's wieder zu gehen. Nee. Okay, ich mach ganz kurz Aufnahmepause, ne? Und dann bis gleich. Ciao. Okay, und es geht weiter. Ja, keine Ahnung. Sobald ich euch dann ausgestellt habe, ne? Ging's plötzlich wieder. Wir waren aber da gerade dabei, über dieses Outfit zu diskutieren. Ich bin mir nämlich noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt cool finde oder total scheiße. Aber ich glaube, ich finde es cool. Passt, wie gesagt, mit dem. Besser als, glaube ich, zu so einem anderen. Sith. Also, du kannst auch so eine Sith-Klasse wählen. Das sind dann, wie gesagt, die kompletten Sith. Reine Sith-Blut haben die dann.
Und die haben irgendwie besondere Fähigkeiten irgendwie. Die sind stärker, glaube ich, was Macht angeht und so ein Kack. Ah, das ist mir alles relativ egal. Was haben wir irgendwie alle? Wir können den Gefährten wieder leben und Schattenboxen. Führt eine Reihe von gespielten Schlägen, Paraden und Gegenangriffen aus, um hier kommende Kämpfe abzuwehren. Das ist cool. Ich glaube, das tue ich mal unten rein. Und dann probiere ich das gleich mal aus. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier weg. Und zu unserem Meister. Oder zu diesem Aufseher, wie auch immer der heißt. Gehen. Aber erstmal werden wir hier drin machen. Und tun. Und ja. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Kann ich jetzt die Schatten machen? Nee. Ich muss die Schattenboxen machen. Okay, was uns Schattenboxen bringt, weiß ich noch nicht. Aber Schattenboxen ist cool. Ich mag Schattenboxen. Außerdem finde ich, ich finde ja so Leute, durch die total viel immer das gleiche Wort nehmen. Also Schattenboxen zum Beispiel, ne? Diese Leute, die ganze Zeit Schattenboxen sagen, das ist doch echt. Ja. So, hey ho und let's go. Ich entschuldige mich, dass das ein bisschen anders aussieht, der Anfang jetzt vom anderen. Eigentlich hätte ich ja genau da wieder anfangen sollen, aber die Framerate war wieder scheiße, sprich, ich hatte keine gute. Es war wieder alles total ruckelig und bla und blub und das wollte ich euch nicht antun und ja. Aber wir werden deswegen einfach mal diese Schläger hier töten, weil die sind ja an einem schuld. Führe meinen geballten Zorn. Oh. Gut. Naja, wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder zurück zur Sys Academy. Und ja, genau. Vor uns scheint wohl ein anderer Spieler gewesen zu sein, der hier ein bisschen aufgeräumt hat. Wir können mal hier unser Zeichen der Kraft, ach ja, Zeichen der Kraft. Stärke, Zielgenauigkeit, Willenskraft und List um 5 erhöht, körperliche und Elementarschadensreduktion um 10 erhöht. Also wir machen mehr Schaden. Also später, das könnt ihr, wenn ihr das hier euch anschaut, so ab Stufe 10 kann man 3 verschiedene Sachen lernen, also an Berufen. Mit denen kann man dann tolle Sachen, die können dann deine, die kannst dann du und deine komischen Gefährten ausführen. Und deswegen, ja, möchte ich jetzt von euch wissen, wie möchtet ihr es denn diesen Charakter haben? Soll das, also soll das jemand sein, der eher so Mineralien sammelt oder jemand, der Sachen herstellt oder jemand, der handelt oder sonst was. Da gibt es bestimmt irgendwie ein Forum, die verlinken packe ich vielleicht da unten zu, um das zu zeigen. Und ja. Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Richtige Annahme. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Das war alles. Dann bin ich fertig hier. Jawohl. Und wir bekommen ein Korriban-Auszeichnung.